Herzlich willkommen zur heutigen Meditation am Pfingstsonntag, Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und es ist natürlich auch ein Treffen heute für den Wandel ins Licht. Schön, dass ihr heute euch Zeit genommen habt. Und diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, mein Name ist Edwin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Antje. Heute zum Pfingstsonntag haben wir für uns und natürlich mit dem Himmel beschlossen, dass es besonders festlich wird, die Feier der immerwährenden Heiligen Messe der neuen Zeit, sodass wir die immerwährenden Gnadenströmungen des Heiligen Geistes und von Jesus einander, was er für uns erwirkt oder in uns bewirkt, dass das immerwährend in uns und für die Erde aktiviert wird. Liebe Christuslichter, liebe erleuchtete Seelen, an diesem wundervollen, herrlichen Pfingstsonntag, als ich heute Morgen aufgewacht bin, dann kam es so, der Heilige Geist, das ist der Geist Gottes, der uns alle erfassen will, und zwar vollkommen. Jesus Sananda und die Erleuchteten, sie waren vollkommen durchdrungen und erfasst vom Heiligen Geist. Es ist nicht nur, wie wir sagen, das hohe Selbst wirkt durch dich, also das, was du in Wahrheit bist, im göttlichen Raum bist, als existierendes Lichtwesen, als ewiges Lichtwesen, als Kind Gottes, sondern es ist noch mehr, es ist der allumfassende Heilige Geist, der dann vollkommen dich durchdringt und erfasst. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat, was er uns bringen will. Der Heilige Geist wird über euch kommen. Das bedeutet im Grunde, der Geist Gottes erfasst dich vollkommen. Und wir sind ja jetzt am Anbeginn des Zeitalters des Heiligen Geistes. Und dies wiederum heißt, der Geist Gottes erfasst die ganze Erde und bringt sie in die nächste Schöpfungsoktave, erhöht die ganze Erde in ihrer Schwingung. Also ist im Grunde heute das Fest, was wir feiern, ist das Fest des goldenen Zeitalters, das jetzt kommt. Und das jetzt für uns schon da ist und Realität ist. Und Metatron sagt, wir sind die Pioniere, die Vorboten der Menschheit. Uns erfasst der Heilige Geist als erstes. Und warum tut er das? Weil wir unser Herz geöffnet haben. Und das ist die Bedingung, öffne dein Herz, dass der Heilige Geist Gottes dich ganz erfassen kann. Vollkommen. Es ist wie ein warmer Frühlingswind, der sich dich so hinfortträgt, der dich erhebt und erhöht. Und alles Alte kannst du dann einfach abschütteln. Du brauchst es nicht mehr. Und du lässt dich tragen von diesem warmen, wundervollen Frühlingswind. Und die Sonne Gottes bestrahlt dich. Es erfasst dich einfach durch und durch. Und so von diesem durchdringenden Geist Gottes, der als ein Feuer kommt, um alles andere wegzubrennen, was du nicht mehr brauchst, dich vollständig zu reinigen von allem, was dich belastet. Und dieser Heilige Geist ergießt sich jetzt und heute und hier in dich und auf die ganze Erde. Dazu werde ich nachher noch mal etwas anleiten. Auch Edwin wird noch was über den Heiligen Geist sprechen. Ja, es ist gar nicht so einfach, den Heiligen Geist in Worte zu fassen, weil er eben Geist ist. Er ist die dritte Person Gottes in der Trinität. Und diese Dreifaltigkeit ist für uns Menschen hier auf der Erde auch nicht so ganz leicht nachzuvollziehen. Dargestellt
wird er oft eben im Bild der Friedenstaube. Und es ist aber auch schon so dieses einzige Bild, wie der Heilige Geist dargestellt wird. Er ist also auch weder männlich noch weiblich dargestellt, also nicht personifiziert. Gott möchte sich in seiner Schöpfung offenbaren. Die Gegenwart Gottes, die Präsenz der Quelle in dir und in der ganzen Schöpfung. Alles ist beseelt und durchdrungen vom Heiligen Geist. Es ist das Wirken Gottes in der Schöpfung, die kreative Macht, die schöpferische Macht, es ist der handelnde Gott, der sich auch durch dich persönlich zeigt. Dadurch greifst du und greift Gott aktiv in der Schöpfung ein. Es zeigt sich in dem, was geschieht. Der Lebensstrom Gottes erhält die ganze Schöpfung. Es heißt ja auch, das ewige Leben wird dir vom Heiligen Geist eingehaucht. Also der Geist Gottes hauchte es dir in die Seele. Dadurch bist du als Schöpfung beseelt vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist Gottes durchdrungen und belebt. Das ist ja das, was es ausmacht. Du bist personifizierter Heiliger Geist in diesem irdisch-materiellen Körper. Gott sagt zu dir, das menschliche Bewusstsein wird erweckt durch den Heiligen Geist in dir. Dadurch können sich auch die Gnadengaben des Heiligen Geistes auf dich übertragen und du als Geschöpf gibst es dann weiter. Diese Gnadenenergien strömen durch dich. So gesehen bist du tatsächlich auch ein personifiziert wirkender Heiliger Geist. Die Trinität ist in dir, es ist ein Teil von dir. Du kannst von dir sprechen. Ich wirke im Heiligen Geist, ich bin im Heiligen Geist, ich bin der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist auch das ewige Leben. Durch dein Wirken rufst auch du in Verbindung mit dem Heiligen Geist die nächste Schöpfungsoktave aus. Du gehst den Weg in der Schöpfung, du bist die Schöpfung und führst die Schöpfung zurück zu Gott. Und du bekommst natürlich auch Hilfen aus dem Heiligen Geist. Alle Engelchöre, die Lichtwesen in den höheren Dimensionen wirken aus dem Heiligen Geist, sind vollkommen durchdrungen vom Heiligen Geist und sind Übermittler des Heiligen Geistes, uns auch bekannt als die dritte Person Gottes, repräsentiert unter anderem durch Lord Shiva, den ihr alle sehr gut kennt.
Im Hebräischen wird die dritte Person Gottes durch Shekina repräsentiert. Es ist eine weibliche Dimension Gottes, die hier im Außen wirkt. Im Christentum heißt es Mutter Maria, die Braut des Heiligen Geistes. Und sie wurde selbst aus dem Heiligen Geist geboren. Und so ist heute im Besonderen der Festtag und der Feiertag des Heiligen Geistes in dir und auf der Erde. Dann öffnen wir unsere Herzen und empfangen diesen Heiligen Geist in uns, der heute intensiv die Erde erfasst. Ein Beispiel dafür haben damals die Apostel erlebt, so wird es überliefert. Das ist ja das Pfingstgeschehen, dass der Heilige Geist über sie kam in Feuerzungen über ihren Häuptern und sie sprachen in fremden Sprachen. Und das bedeutet nichts anderes wie, dass ihre ursprünglichen Talente und Fähigkeiten wieder entzündet und aktiviert wurden. Heute nennt man das auch Channeln und das kann jeder Mensch. Ihr alle habt das Talent in euch, die Worte aus dem Heiligen Geist zu empfangen, Bilder zu empfangen, innere Bilder zu empfangen, Erkenntnisse, Hellfühlen, Hellsichtigkeit, luzides Träumen, so wie sich eben der Geist Gottes euch zeigt, euch Informationen schickt, Energie schickt, die wir als Mensch empfangen können und wir damit wieder etwas umsetzen können und anfangen können auf der Erde. Dass wir konkrete Information und Erkenntnis erhalten, für jetzt und hier, für jeden Augenblick. So sagt Lichtlord Metatron, heute an diesem Festtag des Heiligen Geistes, es ist der Geist Gottes, der alles erfasst und beseelt. Er überflutet jetzt die ganze Erde, erfasst die ganze Schöpfung, durchdringt sie und erhöht sie jetzt auf eine höhere Stufe, auf eine höhere Oktav der Lichtschwingung. Das heißt, heute sind Himmel und Erde eins. Und dieser Geist Gottes erfasst jetzt deinen Geistkörper mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Dieses Feuer geht dem Heiligen Geist immer voraus, denn es reinigt zuerst, es macht den Weg frei, damit dann der ursprüngliche Geist Gottes, die Reinheit, das Erbe Gottes, das dir zusteht, dich ganz erfassen kann, vollkommen erfassen kann. Und alle anderen Geister schwinden in diesem Augenblick sofort. Alle, die sich wieder den Heiligen Geist Gottes erheben wollen, sie müssen einfach weichen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und sie werden vom Heiligen Geist hinfortgespült und an ihren Platz gesetzt. Und mit dem Heiligen Geist kommen immer die Engelchöre, die Aufgestiegenen und Erleuchteten. Es ist wie ein mächtiger Sturm des Lichts, ein Feuersturm des Lichts, der deinen Geist erfasst. Dein Geistkörper ist ganz rein und frei
und befreit. Und der Geist, der diese Welt noch beherrscht, hat jetzt keinen Platz mehr. Ebenso werden wir heute bitten, in den Bitten, die wir vortragen, dass dies dann für die Menschheit und die Erde geschieht. Dass der Geist Gottes die Regie übernimmt auf der Erde. Und so wird der Geist dieser Welt aus dir einfach hin fortgespült. Alle Belastungen, alle Lüge und Täuschung. Der Heilige Geist kommt gleich einem Feuersturm. Erfasst deinen Geistkörper. Und dieser Feuersturm der Liebe, der ursprünglichen Liebe Gottes zu dir und zu der ganzen Schöpfung, er erfasst deinen Mentalkörper. Alle deine Gedanken, sie werden jetzt in diesem Feuersturm erfasst. Alte, morsche Gedankengerüste fallen einfach zusammen. Du brauchst sie nicht mehr. Die Gedankenkonstrukte dieser Welt, welche nicht auf dem Heiligen Geist gegründet sind, das heißt auf der göttlichen Wahrheit. Sie werden einfach hinweggefegt. Dein Mentalkörper wird ganz erfasst, gereinigt von aller Lüge und Betrug, von Illusion und den aktuellen Modeerscheinungen, so sagt Metatron dieser Zeit. Was gerade so anerkannt ist als Realität, was aber dem Feuersturm der Liebe des Heiligen Geistes und der Wahrheit nicht standhält. Das wird hinweggefegt. Es ist der Geist der Wahrheit, der jetzt deinen Gedankenkörper erfüllt. Und alles ist neu. Der Feuersturm der Liebe des Heiligen Geistes erfasst deinen Emotionalkörper. Und er fegt hinweg die Schmerzen, die Belastungen, Frust und Verzweiflung, Zweifel, Selbstzweifel, Selbstverleugnung der Vergangenheit. Erkenne, du bist geboren aus dem Heiligen Geist. Und alle Wesenheiten, die dem Geist dieser Welt und den niederschwingenden Geistern huldigen, müssen weichen. Sie weichen aus deinem Lichtkörper. Dein Lichtkörper ist strahlend und rein, vollkommen erfasst und erfüllt vom Heiligen Geist. Ein Feuersturm der Liebe, der Geist der Neuschöpfung, erfasst deinen Ätherkörper und deinen physischen Körper. Und verbrennt alle Todesfrequenzen, Todeskodierungen, Krankheits-
Energien, Frequenzen von Krankheit und Tod werden einfach hinweggefegt. Und er baut in dir eine neue Lichtschöpfung. Der Heilige Geist, der in einem Augenblick zum anderen alles verwandeln kann, öffne dich und sei bereit. Lass einfach los, lass dich tragen, sei getragen. Halte nichts mehr fest, sondern lass dich emportragen, erheben. Lass es einfach geschehen, was der Heilige Geist Gottes in dir und durch dich wirkt, wie er sich in dich vollkommen ergießt, dich erfasst, dich durchdringt. Und so bist du eins mit dem Heiligen Geist Gottes. Ich bin der Heilige Geist Gottes. In Manifestation auf der Erde. Ich bin der Heilige Geist in Manifestation. Er erfasst dich bis tief in deine Wurzeln. Durchwirk dich vollkommen, erfasst in einem Augenblick alle Inkarnationen, alle Generationen, alle Dimensionen, alle Seins- und Existenzebenen. Sternen und Strahlenverbindungen, alle Zeitlinien. Und alles ist neu. Er bringt das Zeitalter des Heiligen Geistes, das goldene Zeitalter. Du bist jetzt aus der Zukunft kommend, geboren aus der Zukunft und bringst diese Zukunft ins Hier und Jetzt. Und so ist es. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr in der letzten Stunde die Ausschüttung des Heiligen Geistes erfahren und erlebt. Und so ist auch das wahre Christentum entstanden, durch das Pfingstgeschehen. Das Erwählte, Auserwählte Gottes, so wie Jesus Christus gesagt hat, auch zu seinen Aposteln: Der Heilige Geist wird in Sausen und Brausen über euch kommen. Und dies hat die christliche Kirche, die Kirche, die Jesus Christus uns gebracht hat, geboren auf der Erde. Das ist das wahre Mysterium. Die Offenbarung Gottes geschehen jeden Tag. Der Heilige Geist ist immer präsent. Danke, dass ihr heute mit dabei wart.
Habt einen wundervollen Tag, erfüllt vom Heiligen Geist Gottes. Und wir grüßen euch aus dem Lichtzentrum. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.